herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe Jutta Belle und Dagmar Neuponner bei mir. Wir haben schon Interviews in allen Kombinationen gemacht. Dagmar hat schon Jutta interviewt, ich habe dich schon interviewt. Jetzt machen wir ein Gespräch über die aktuelle Zeit. Jutta, du kriegst sehr viel aus der geistigen Welt und kannst vielleicht ein bisschen das aus einer höheren Warte erzählen, was im Moment läuft, weil viele Menschen fühlen, dass die Welt sich merkwürdig anfühlt, das Wetter ist sehr dunkel, das Licht ist weg oder kommt nicht durch die Wolkendecke durch. Viele äußere Umstände machen das Leben schwierig. Was ist im Moment für dich das, der Tipp, den man den Zuschauern geben kann, wie geht man am besten mit sowas um? Am besten ist, wenn wir uns angewöhnen, im Hier und Jetzt zu leben, weil das sehr wichtig ist für jeden Einzelnen, der im Moment nicht so recht weiß, wie das Leben laufen kann oder wie das Morgen aussieht. Wir sind auf die Zukunft ausgerichtet und man hat uns so erzogen, dass wir also wirklich an die Zukunft denken müssen, also schon weit vorausblickend schauen sollten. Und das ist jetzt recht schlimm in dieser Angelegenheit, wo man noch nicht mal weiß, wo man morgen das Geld herbekommt, wie man etwas bezahlen kann, ob ich einen Job habe, ob ich keinen Job habe, was ich jetzt verändern muss in meinem Leben und so weiter und so weiter. Ein Großteil der Menschen hat jetzt Probleme und zwar wirklich damit, weil sie eben auf das Morgen oder auf eine lange Frist hinaus schauen möchten und weil sie einfach die Gewissheit haben möchten, was ist dann fällig. Wie kann ich meine Raten bezahlen? Wovon kann ich leben? Wie kann ich mir mein Leben besser gestalten? Wie kann ich überhaupt noch etwas in meinem Leben erreichen? Und für viele scheinen sich die Türen zu schließen. Aber das nur deswegen, weil man nicht im Hier und Jetzt lebt. Wir leben ja nicht nur in der Zukunft, sondern auch viel in der Vergangenheit. Früher war alles besser oder schlechter und morgen wird es dann wahrscheinlich auch schlecht, weil früher war es ja auch so. Wie kommt man dann am besten ins Hier und Jetzt praktisch? Indem man den Moment lebt. Man muss den Moment leben, damit man wirklich das neu einordnen kann, das Leben, damit man sich ein neues Leben gestalten kann. Bin ich zukunftsorientiert, geht es nicht. Bin ich vergangenheitsorientiert, geht es auch nicht. Der Moment muss gelebt werden. Und den Moment kann man sich wirklich gut gestalten. Und zwar so harmonisch, wie es nur möglich ist. Gestalte ich mir den Moment gut, lebe ich den Moment gut, wird auch aus diesem Moment heraus eine harmonische Zukunft entstehen können. Bin ich nur der Vergangenheit anhaftend, ist es nicht möglich. Denn wenn die Vergangenheit nicht in Ordnung war, wenn es schlimme Leidenswege gegeben hat, Schwierigkeiten, auch finanzielle, bringe ich die mit in die Zukunft hinein. Das, was wichtig ist, ist den Moment so zu gestalten und so zu leben, damit auch aus dem Moment heraus eine gute Zukunft erwachsen kann. Bin ich zukunftsorientiert, lebe ich in der Angst. Bin ich vergangenheitsorientiert, heißt das, dass ich genauso in der Angst oder im Unvermögen oder in der schlechten Atmosphäre weiterlebe, die ich vielleicht gelebt habe. Und ich kann mir keine Zukunft bauen, die harmonisch ist. Habe ich eine Vergangenheit gehabt, der ich nachträume und nachweine, ist es so, dass ich auch nicht in der Realität bin und mir dadurch keine neue harmonische Zukunft erschaffen kann. Wichtig ist, den Moment zu leben. Wichtig ist es, im Hier und Jetzt zu leben, damit die Kraft, die daraus erwächst, in die Zukunft hineinfließen kann. Und wenn ich immer in den Moment lebe, habe ich keine Zukunftsangst. Wenn ich immer den Moment lebe, kann ich aus dieser Atmosphäre heraussteigen, die im Moment herrscht, und zwar überall herrscht, dass es Mangel gibt, dass also kein Geld da ist, dass Krankheit da ist und vor allen Dingen auch die Mehrheit der Menschheit in die Angst geschickt wird. Das endet in dem Augenblick, wenn ich den Moment lebe, lebe ich und kann den Zeitpunkt meines Jetztes wirklich genießen. Und daraus kann sich dann eine harmonische Zukunft entwickeln, eine gesunde Zukunft. Und es kann dadurch auch das Finanzielle sich verändern,
vielleicht ein besserer Moment geschaffen werden, das Geld in mein Dasein fließen und vor allen Dingen kann ich dann Vertrauen in mich und meine Kraft entwickeln. Jutta, mit dem Sein in der Gegenwart, das erlebe ich eigentlich ganz ähnlich, nur erlebe ich es so, dass im Grunde in dem Moment, wo ich in der Gegenwart sein will und das vielleicht auch hinkriege, dass aber ganz schnell der Punkt erreicht ist, wo im Grunde meine alten Prägungen, also das, was in meinem Zellbewusstsein gespeichert ist, mich wieder einholt. Und ich habe das Gefühl, im Moment muss ich im Grunde, wir haben ja hier mit Mies 1 und Mies 2 auch schon mal eine Sendung darüber gemacht, immer wieder eine bewusste Entscheidung treffen, über das, was aus der Vergangenheit in meinem Zellbewusstsein gespeichert ist, hinauszugehen und das Neue zu leben, egal was mein System sagt. Wie erlebst du das? Ja, es ist genau so. Das ist richtig. Wir sind ja von Altem geprägt und jede Zelle unseres Körpers hat ein Bewusstsein, ein eigenes Bewusstsein. Und dieses eigene Bewusstsein verselbstständigt sich auch und macht sich bemerkbar. Das heißt, das Zellbewusstsein, das, was darin verankert ist, also wenn ich immer nur die Vergangenheit gelebt habe oder nur zukunftsorientiert gelebt habe, macht sich bemerkbar. Und das ist die Barriere, die man überschreiten muss. Man muss jetzt der Zelle oder dem gesamten Zellkomplex des Körpers, muss man ein neues Bewusstsein geben. Das heißt, man muss einfach wissen, die Zelle hört mit. Jede Zelle deines Körpers ist intelligenter Art und nimmt all das auf, was du denkst und wie du handelst und deine Art zu sprechen, im Alltagsbewusstsein, ob du Angst hast, ob du im Vertrauen bist oder ob du vielleicht Angst hast, dich selbst auszudrücken. Das heißt, die Verhaltensmuster im Außen sind durch das Zellbewusstsein geprägt worden. Dadurch bist du auch schnell in der Behinderung und rutschst schnell wieder, wenn du jetzt einen Gedanken gefasst hast, wieder in die alten Verhaltensmuster ab. Und das kannst du nur ändern, indem du wirklich konsequent etwas Neues lebst. Konsequent dich im Alltag immer wieder zurückholst, weil einfach automatisch es so ist, dass du immer wieder durch deine ganze Konstruktion wieder hineinrutscht in deine alten Verhaltensmuster. Und dann heißt das in der ersten Zeit, dass du bewusst mit dir umgehst und ganz bewusst dich immer wieder in deinem Moment, in deinem Alltag mit dir wiederfindest und sagst, nein, ich möchte wirklich den Moment leben. Ich lasse mich nicht in eine Zukunft ziehen oder nicht immer in die Vergangenheit rein. Das heißt, wenn ich in der Gegenwart lebe und du hast ja auch angesprochen, die Geldsorgen vieler Menschen und so weiter und ich mich jetzt nicht mehr darum kümmere, dass ich übermorgen irgendwas bezahlen muss und ich hab's aber noch nicht und so weiter, dann kann ich ja den gewohnten Weg, dass mein Gehirn sich jetzt darum kümmert und da die ganze Zeit mit beschäftigt ist, wie Donald Duck oder Dagobert, der dann da immer um seinen Schreibtisch rennt, nicht mehr gehen, sondern ich bin praktisch, die einzige Möglichkeit, die ich noch habe, wäre dann ja wirklich, oder ist dann, so erlebe ich es ja auch, ins Vertrauen zu gehen und darauf zu vertrauen, wenn ich den Augenblick richtig lebe, so wie er an mich herangetragen wird und mich immer für das Licht entscheide in jedem Moment, dann wird es an dem Punkt eine Lösung geben, so aus diesem Vertrauen heraus. Joe, wie erlebst du das? Du bist ja mit Bewusst TV insgesamt auch von deinem Verstand her auf wackeligen Füßen, ne? Ich kenne natürlich diese Existenzängste und wie das dann anfängt, dauernd zu rattern, wie schaffe ich das und Hilfe, dann kommt das noch und dann muss ich das noch und dann dreht sich nachher dein ganzes Denken um diese Sorgen. Das kenne ich also sehr, sehr gut, gerade aus der Zeit, als noch vor Bewusst TV, wo ich bei Secret TV rausgeflogen bin und dann wirklich auf Null war sozusagen. Und musste das also wirklich überwinden und mir war es da wichtig, es einfach bewusst zu machen, Moment mal, es rattert dauernd, das kann es nicht sein. Das kann nicht sein, dass man morgens schweißgebadet aufwacht, dass man Angst hat, einfach zu leben. Und diese Ängste sind, glaube ich, ja natürlich das große Thema im Moment. Es sind so viele Dinge, Jutta, die im Moment Angst und Sorgen machen, Angst vor der Zukunft. Wir wissen alle nicht genau, was auf uns zukommt. Wie siehst du das denn? Ist denn da irgendwie Hoffnung? Ist da Land in Sicht? Ja, das ist genau der Punkt, den du angeschnitten hast. Ganz einfach, weil man zukunftsorientiert lebt.
Ich kann nur in dem Moment mein Leben besser gestalten. Das heißt, im Vertrauen sein und das Vertrauen in meine eigene Kraft entwickeln. Denn die eigene Kraft ist die entscheidende Kraft, die das veranlasst, dass ich zur Ruhe komme, dass ich in dem Bewusstsein bin, dass ich der Gestalter meines Seins bin. Und das kann ich nur von diesem Moment aus machen, indem ich jetzt lebe, jetzt mich ausdrücke und den Moment auch genieße. Das heißt, ich bekomme den Zugang zu mir und meiner Kraft und bin nicht mehr irgendwo in der Zukunft und bin auch nicht in der Vergangenheit, sondern ich tauche ein in mein Selbstbewusstsein, mein selbstbewusstes Sein und in die Kraft, meine eigene Kraft, die sich dadurch ausdrücken kann, weil ich im Hier und Jetzt lebe, weil ich im Jetzt bin und mir es erlaube, mich so auszudrücken, so wie ich es in dem Augenblick für mich und mein zukünftiges Sein oder meinen Selbstausdruck benötige. Und darauf kommt es an, auf nichts anderes. Du hast den Selbstausdruck angesprochen, das ist aber nicht das Ego. Also wir sind uns hier ja bewusst, dass wir hier inkarnieren in diese Welt, bewusst. Und wir haben uns irgendwas vorgenommen, aber wir haben uns hier ja eine menschliche Persönlichkeit erschaffen, die dann denkt, ja, ich bin der, was weiß ich, der Banker oder der Versicherungskaufmann oder was auch immer und definiere mich jetzt über etwas Äußeres. Das ist aber nicht das, was du meinst. Also der Selbstausdruck ist dieses Höhere, dieses Ich bin, du hast ja so ein Buch geschrieben, Ich bin der Weg. Also jeder ist sozusagen sein eigener Weg. Ja, jeder ist sein eigener Weg und jeder ist vor allen Dingen verantwortlich dafür, sich selbst zu leben und sich selbst auszudrücken. Egal welchen Beruf ich habe und welchen Beruf ich einnehme, das spielt keine Rolle. Immer ist es nur das Selbst, was ich ausdrücken möchte. Diese Kraft, die dich veranlasst, Tag und Tag in Freude zu leben, auch in Harmonie zu leben und die den Wunsch in sich trägt, einfach sich selbst in der Harmonie seines Selbstes bewegen zu können. Bin ich in einem Beruf, der nicht meinem wahren Selbstausdruck entspricht, kann ich auch nicht mich selbst tatsächlich in meiner Kraft leben und in meiner Kraft ausdrücken. Das heißt, ich versuche etwas zu leben, was nicht mir entsprechend ist, was mir vielleicht noch nicht mal die Freude macht und noch nicht mal Erfüllung bringt. Das könnte dann auch Ursache sein für Krankheiten, für Unfälle, für allerlei Unbill, wo wir auch Angst vorhaben, dass sowas passieren könnte. Aber es hat immer dann auch was damit zu tun, dass ich mein Selbst, weswegen ich hierher gekommen bin, nicht lebe oder wie? Ja, das ist unbedingt wichtig, weil das ist ein entscheidender Faktor für uns alle, dass wir uns selbst ausdrücken und zwar in der Eigenschaft, uns selbst in der Vollkommenheit unseres Selbstausdrucks leben und harmonisch, möchte ich mal sagen, Ehen führen können und ein harmonisches Miteinander und vor allen Dingen, dass wir in einem Beruf aufgehen können. Wenn du nicht einen Beruf hast, ne, der dich erfüllt, bist du auch unbefriedigt zu Hause, bist du in der Gemeinschaft unbefriedigt. Niemand kann dich erfüllen, nur dich selbst. Und das ist es, worum es geht, dass ich mich lebe und mich ausdrücke und dass ich wirklich diese Seinskraft, die mich nach vorne trägt, auch in den Vordergrund meines Lebensalltags schiebe, indem ich den Moment lebe und auch die Befriedigung, weil ich ein erfülltes Sein lebe. Ganz einfach, weil ich den richtigen Beruf habe, weil ich den richtigen Job habe und vor allen Dingen, weil ich im Hier und Jetzt lebe. Das ist wichtig. Ich bin in der Kraft, in der eigenen Kraft, in der Selbstverantwortung und im Selbstausdruck. Das erschafft ein harmonisches Sein. Und das hilft jedem Einzelnen, jetzt in dieser Zeit wirklich zu sich selbst zu kommen. Diese Zeit zu überbrücken, wo man sich selbst in einer neuen Rolle wiederfindet und vor allen Dingen in den eigenen Selbstausdruck geschoben wird. Nun lernen wir die ganze Zeit und werden die ganze Zeit so geprägt, dass wir immer auf das reagieren müssen, was von außen kommt. Und man muss sich halt dann bewerben, wenn man mit der Schule fertig ist. Und da, wo man dann eine Lehrstelle kriegt, ja, das wird man dann eben und so weiter. Und was du jetzt sagst, würde ja im Grunde bedeuten, dass es ein völliger Perspektivenwechsel ist, dass ich nicht mehr versuche, irgendwie mich dem unterzuordnen oder so, was von außen verlangt wird, sondern dass ich wirklich gucke,
was ist denn in mir drin, was raus will, und dass ich dann alle Entscheidungen immer im Hinblick auf dieses Ziel setze. Also, dass ich weiß, dass ich Meister meines Schicksals bin. Wie können wir denn diese Prägung, diese Gehirnwäsche, wenn du so willst, überwinden? Das, weil ich das immer wieder auch erlebe, dass die Menschen einfach davon ausgehen, naja, es ist nun mal so und man muss ja gucken, was man kriegt, und die Zeiten sind ja nicht so einfach und das Leben ist kein Ponyhof. Wie können wir da rauskommen? Wir können nur daraus herauskommen, indem ich mich selbst kennenlerne. Indem ich in der frühesten Zeit meines Lebens mich damit auseinandersetze, welche Prägung habe ich, was liegt mir am besten, welche Tendenzen habe ich, ne? Meine Tendenzen, wie fördern die mich selbst oder wohin führen sie mich? Nein, heutzutage ist alles darauf ausgerichtet, irgendeinen Job zu haben. Und zwar nur, weil ich das monatliche Geld von so und so brauche. Und da geht das alles baden. Ich sehe das, wenn ich dran denke, früher war zum Beispiel der Kellnerberuf ein sehr angesehener Beruf. Der ist ja vollkommen unten, der Beruf. Ne? Der ist einfach nur Kellner. Muss man sich schon verschämen, dass man Kellner ist inzwischen. Aber früher war das auch ein angesehener Beruf. Und wenn wir sehen, warum ist er den Bach runtergegangen? Ganz einfach, weil sich die Leute einfach nur einen Job gesucht haben, wo sie versuchen, etwas Geld zu verdienen, überhaupt Geld zu verdienen. Und dadurch gibt es einen minderwertigen Ausdruck im Außen, weil man nicht mit Liebe dabei ist, sondern einfach gezwungenermaßen nur dem Geld hinterherläuft. Das Geld, was man braucht, um am Monatsende die Miete und das alles zu bezahlen, die Versicherung, die Steuern und, und. Und sonst bleibt nichts mehr übrig. Und das ist so wichtig daran, dass wir wirklich uns erlauben, uns selbst in der Freude zu bewegen und die Arbeit so zu leben, wie wir sie für uns in der Erfüllung brauchen. Und das wird wieder kommen. In der Vergangenheit habe ich viele Menschen gekannt, die einfach den erfüllten Beruf gelebt haben. Jetzt sind die Tendenzen vollkommen anders gerichtet. Das heißt, es geht nur darum, wie viel verdiene ich, kann ich damit meinen Unterhalt bezahlen, und es ist ganz egal. Dadurch haben wir so viele Probleme. Es sind so viele Menschen krank, die heute im Gewerbe stehen. Und vor allen Dingen ist es so, dass niemand sich selbst mehr erfüllt. Er ist gezwungen zu arbeiten. Er ist sozusagen in der Knechtschaft des Geldes und des Verdienstes jetzt angetreten und versucht also im Außen ein Leben zu leben, was also wirklich nicht mehr sich als ein Leben oder lebenswert darstellt, ganz einfach, weil er gezwungen ist, dieses Prinzip des Geldes jetzt zu leben und auszudrücken. Das muss anders werden. Man muss wieder zu sich finden und man muss die Liebe zu sich selbst auch leben und ausdrücken. Und indem ich mir erlaube, den Job zu leben und das die Arbeit zu machen, die mich erfüllt. Denn das ist mein Tagesablauf, das gibt mir Seinskraft, das gibt mir die Kraft und das Vertrauen in mich selbst, indem ich dieses Hobby Arbeit im Allgemeinen jeden Tag neu begehe und mich dabei erfülle. Und das hat ja auch noch einen ganz, ganz wichtigen anderen Aspekt, denn du, wie du es jetzt gesagt hast, diese Knechtschaft des Geldes führt ja auch dazu, dass alle Tätigkeiten, die nicht mit Gelderwerb verbunden sind, Mutterschaft, Altenpflege, also alles, was jetzt nicht unmittelbar zu Geld führt, aber gesellschaftlich elementar wichtig ist und menschlich, sowieso überhaupt keine Wertigkeit mehr hat. Und alle Frauen jetzt gerade das Gefühl haben, wenn sie für ihre Kinder zu Hause bleiben, ich verdiene kein Geld, also ist es nichts wert. Und wenn wir stattdessen fühlen, was ist denn jetzt eigentlich meins und wie fühle ich mich denn, wenn ich für mein Kind sorge und so weiter, und wie fühle ich denn die innere Wertigkeit dieser Tätigkeit, dann würde auch das, was ja eigentlich mit das Wichtigste ist überhaupt, würde auch wieder mehr geschätzt werden. Ja, genau so ist das. Weil das ist die Wichtigkeit überhaupt in unserem Sein. Denn das ist die Problematik, die jetzt überall, ich möchte mal sagen, sichtbar geworden ist, dass die Frauen sich nicht mehr getrauen, wirklich sich selbst auszudrücken, sich selbst zu leben, um das zu leben, was sie wirklich am stärksten und am besten können. Es ist wichtig, dass die Frauen wieder
ihrem Herzen folgen und dass sie sich selbst leben und selbst ausdrücken und dass sie sich erfüllt fühlen, indem sie im Hier und Jetzt sind und das Hier und Jetzt Leben können sich erfüllen wieder. Und sie können auch in der Freude den Tag begehen und sie können in der Freude ihres Herzens auch das leben, was sie wirklich von Herzen her fühlen. Und das ist wichtig. Erfülltes Sein gibt Freude überall, in die und an die wieder auf diese Frequenz der Herzensfreude einsteigen können. Und das ist wichtig. Joe, wie klingt das für dich als Mann? Möchtest du auch gerne erfüllt leben? Also ich kann die Botschaft natürlich auch für mich nehmen, einfach im Herzen leben. Das, in meinem Leben funktioniert das ja auch schon viel so. Aber ich würde dich noch fragen, Jutta, wie siehst du diese Zeit? Ist da eine Veränderung? Also wenn ich das so sehe, im Außen kommt eigentlich immer mehr Dreck hoch und man denkt, mein Gott, das geht alles den Bach runter, wenn das so weitergeht. Und wenn wir uns jetzt hier vielleicht auch kollektiv als Bewusst-TV Macher oder auch Zuschauer positiv entwickeln, dann fällt das so ein bisschen auch ab, so dieses Äußere. Wie siehst du die Zukunft? Haben wir jetzt eine Zeit, wo sich das verändert? Weil du hast vorhin gesagt, wir müssen diese Zeit noch irgendwie überbrücken. Ist da eine Veränderung in Sicht? Ja, es ist eine Veränderung in Sicht. Es schäumt alles auf und es ist viel Negatives im Umlauf. Und das wissen wir, das zeigt eigentlich nur das an, dass es einen Umbruch geben wird. Und der Umbruch meines Erachtens liegt nur darin, dass wir uns wirklich so leben sollen, wie es unserer Natur entspricht, unserer wahren Natur, eben unseren Selbstausdruck in Vordergrund bringen. Und das ist wichtig. Lebe ich im Hier und Jetzt, habe ich eine Möglichkeit. Ich habe das Vertrauen, was ich brauche, um dem Leben begegnen zu können. Ich habe Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein erlaubt mir, in der Gemeinschaft auch wieder zu leben und ein gemeinschaftliches Sein und ein Miteinander wirklich in der aufsteigenden Kraft zu leben und auszudrücken. Und wenn wir an das Jetzt noch denken, im Moment, was im Moment läuft, in der Vergangenheit läuft, es ist immer auf Teilung getrimmt gewesen. Die Menschen werden wirklich in diese einzelne Person, ich möchte mal sagen, hineingestülpt und abgeschirmt. Es ist so, die Menschen werden in die Trennung geführt, in das Abgespaltene des Ganzen und eben in diese Alleinseinsexistenz gedrängt. Es wird anders werden. Wir brauchen die Gemeinschaft und die Gemeinsamkeit. Es wird eine neue Zeit geben können, wenn wir in der Bewusstheit unseres Selbstes leben und uns ausdrücken. Und dann kann auch die Gemeinschaft wieder wachsen, das Miteinander und das ineinander verwobene Sein leben und ausdrücken. Und wenn wir dieses mal als Perspektive nehmen für uns, dann heißt das, wenn ich in der Gemeinschaft lebe, mich selbst ausdrücke und meine Kraft zum Vorschein kommt, weil ich im Hier und Jetzt lebe, weil ich im Vertrauen bin und weil ich ganz einfach in der Vollkommenheit meines Selbstausdrucks hier lebe und wirke, kann auch die reine Kraft, die reine geistige Kraft des reinen Geistes sich mehr und mehr hier wirksam ausbreiten und niederlassen und dadurch ist ganz einfach die Existenz eine neue Gemeinschaft, eine neue Gemeinsamkeit die Bedingung. Denn es kann nur das die Folge sein. Lebe ich heute in der Erweiterung meiner geistigen Kraft, habe ich alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass ein neues Sein die Folge sein muss und ein neuer Selbstausdruck sich hier etablieren wird. Und das heißt, das gemeinschaftliche Sein, das Verstehen, miteinander harmonisch leben, arbeiten und wirken zu können, weil jeder wirklich bei sich selbst angekommen ist, in sich selbst ruhend ist und die reine Kraft seines Selbstes in den Vordergrund hebt, damit sich meine vollkommene harmonische Lebenskraft ausdrücken kann. Und somit ist es wichtig, dass wir alle bei uns ankommen und ich
sag es nochmal, wirklich den Moment leben und mehr genießen können. Ganz einfach, weil ich im Vertrauen mit mir selbst bin, weil ich bei mir angekommen bin, in meiner Kraft, in meinem Selbstausdruck und in dem kraftvollen Vertrauen meiner Manifestation im Hier und Jetzt. Ich danke dir, Jutta, ich danke dir, Dagmar, dass wir so eine eine Pause in einem Seminar, dieses kurze Interview mit vielen Schwierigkeiten machen konnten. Sie haben es vielleicht gesehen, dass wir ein paar Schnitte hatten, weil die Technik nicht ganz mitspielt. Wir sind hier dabei, das zu verbessern, ist aber auch eine Geldfrage. Denken Sie bitte auch, dass wir ein bisschen auf Spenden angewiesen sind, aber das wollte ich gar nicht als Schlusswort, sondern ich danke dir für diese wichtigen Botschaften, aber wir versuchen es immer wieder von allen Seiten zu beleuchten, dass wir in einer Zeit leben, in dem es wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, im Herz zu leben, das Miteinander, die Freude, nicht das, was das Außen von uns erwartet, sondern dass wir in eine neue Zeit gehen, in ein neues Sein. Aber das ist wichtig, dass wir die Reinheit unseres Herzens damit hineinbringen, auch wenn alle Welt uns versucht, davon abzuhalten. Vielen Dank euch beiden. Danke. Danke, Joe.